Hinter uns liegt ein Wahlabend mit gemischten Gefühlen und ich möchte zuallererst die Gelegenheit noch einmal nutzen, den Wählerinnen und Wählern, die sich für die SPD in diesen schwierigen Zeiten entschieden haben, zu danken. Es war klar, dass das schwere Wahlen wären in Brandenburg und in Sachsen, denn wir haben es mit einer polarisierten Diskussion zu tun vor Ort, auch mit einer Spaltung in der Gesellschaft. Und deshalb bin ich Dietmar Woidke und Martin Dulich sehr dankbar, dass sie für uns vor Ort Haltung gezeigt haben und angetreten sind. Es ist gelungen, dass Dietmar Woidke als Landesvater, als Ministerpräsident des Landes Brandenburg sein Land verteidigt hat gegen die AfD und damit die SPD auch wieder stärkste Kraft geworden ist. Und an dieser Stelle, lieber Dietmar, sei mir gesagt, als jemand, der in Brandenburg geboren und aufgewachsen ist, freue ich mich ganz besonders, dass das gelungen ist. Und das zeigt, du bist ein beliebter Landesvater, so wie ich es vor Ort erlebe. Und du hast Nerven gezeigt, denn vor 3 Wochen wurde alles noch ganz anders beschrieben. Das zeigt aber auch, dass Wahlen eben erst am Wahltag entschieden werden. Und die Polarisierung Ministerpräsident Woidke und die SPD oder die AfD hat dazu geführt, dass eben auch viele Menschen hier klar gesagt haben, wir wollen, dass es ein Brandenburg gibt, ein Brandenburg des Zusammenhalts. Dir und dem gesamten Team vor Ort nochmal vielen Dank, dass ihr da auch Nervenstärke bewiesen habt, Kampfesgeist. Das ist in diesen Zeiten besonders eine Herausforderung, aber eben auch besonders wichtig. Vielen Dank dafür. Diese Polarisierung, die wir in Brandenburg erlebt haben, gab es auch in Sachsen zwischen Ministerpräsidenten Kretschmer und der AfD. Und das, was sozusagen für uns in Brandenburg sicherlich auch dazu beigetragen hat, dass viele Stimmen zur SPD gingen, war gleichzeitig für uns in Sachsen mit umgekehrten Vorzeichen eben auch eine schwierige Ausgangslage, weil zwischen der Polarisierung MP Kretschmer, CDU und AfD es schwer war, für die anderen Parteien vorzukommen. Und deshalb gilt unser besonderer Respekt dir, lieber Martin. Du bist der zweitbeliebteste Politiker in Sachsen. Du hast selber eine erfolgreiche Regierungsbilanz. Und dennoch war es schwer, zwischen dieser Polarisierung sozusagen durchzukommen. Aber es ist für uns genauso wichtig, wie das erfolgreiche Ministerpräsidenten ihr Amt verteidigen und uns weiter zur stärksten Kraft machen, dass wir auch in den Regionen, wo wir es besonders schwer haben, Köpfe haben, die Gesicht zeigen, die Haltung haben. Und so jemand bist du, Martin. Und deshalb dir und der SPD vor Ort vielen Dank auch für diesen Mut und diesen Kampfesgeist. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Manuel Schwesig, lieber Martin Dulich. Ja, das war gestern ein Abend mit gemischten Gefühlen. Natürlich habe ich mich gefreut, dass es uns gelungen ist, auf den letzten Metern im wahrsten Wortsinne, Sie kennen die Umfragen, vor 2, 3 Wochen lagen wir noch teilweise auf Platz 3, diese Wahl für die Brandenburger SPD zu gewinnen. Das war eine große Freude. Und gleichzeitig macht mir das Ergebnis der AfD große Sorgen. Und ich glaube, das ist ein Ergebnis, das uns allen zu denken geben muss. Und dieses Ergebnis stellt uns auch für die Zukunft vor große Herausforderungen. Dass wir es noch geschafft haben, ist eine riesengroße Gemeinschaftsleistung gewesen, die vor allen Dingen darin bestand, dass auch in schwierigen Zeiten, und wenn Sie die Umfragen vor 3 oder 4 Wochen nehmen, dann waren es sehr schwierige Zeiten, die Brandenburger SPD geschlossen gestanden hat. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt war, dass wir viel Unterstützung von der Bundesebene hatten, dass beispielsweise Manu Schwesig sehr viel auch in Brandenburg mit unterwegs war, andere Bundespolitiker unterstützt haben. Und ich sage auch noch was, auch und besonders, dass die Große Koalition weiter gute Arbeit geleistet hat, dass wir mit einem guten Kita-Gesetz weitergekommen sind, dass wir das Strukturstärkungsgesetz durchs Bundeskabinett gebracht haben. Das sind alles Punkte, die Vertrauen wieder aufgebaut haben. Und ich bin stolz auf das Ergebnis, aber es ist eine Gemeinschaftsleistung der Brandenburger SPD gemeinsam mit der Bundes-SPD. Und es ist auch ein klares Votum, die kennen mich. Ich stand immer für die Große Koalition und stand vor allen Dingen dafür, dass sie resultatbezogen arbeitet für die Menschen in unserem Land. Es ist auch ein Ergebnis für die Große Koalition. Und die Menschen in Brandenburg haben sich entschieden für Stabilität. Sie haben sich entschieden für Verantwortung in der Mehrheit. Diese Verantwortung wollen wir tragen. Und ich bin stolz darauf, dass mittlerweile seit 29 Jahren es Sozialdemokraten sind, denen die Menschen im Land am stärksten vertrauen. Und
Wir werden diese Arbeit fortsetzen fürs Land. Wir werden wahrscheinlich noch in dieser Woche mit Sondierungen beginnen. Heute Abend erstmal im Landesvorstand das Ergebnis auswerten. Und dann geht es Schritt für Schritt weiter. Dankeschön. Ja, ich bin traurig, ich bin enttäuscht. Das darf man auch nach so einem Wahlergebnis. Aber ich habe einen Wahlkampf der Zuversicht gemacht und das gilt auch heute. Denn ich lasse mir auch meine Zuversicht nicht nehmen, ganz im Gegenteil. Das ist eine Grundhaltung. Das ist eine Grundhaltung, warum ich überhaupt Politik mache. Man hat einen Gestaltungsanspruch, man hat den Drang, etwas zu verändern, zu verbessern. Und die Aufgabe liegt ja weiterhin auch vor uns. Wir haben sicherlich aufgrund der Polarisierung eine besonders schwierige Situation gehabt, dass natürlich die Polarisierung dazu geführt hat, dass viele Wählerinnen und Wähler ihre Stimme der regierenden Partei gegeben haben. Mein Eindruck war so oder so, dass bei dieser Landtagswahl sich wohl fast jeder Wähler und Wählerin ganz andere Gedanken über den Wert der eigenen Stimme gemacht hat. Und dieses Ringen, was macht man mit der Stimme, eben auch zu diesem Ergebnis mitgeführt hat. Denn die Sorge, dass ein Rechtsruck, ein weiterer Rechtsruck, ein Erstarken der AfD möglich war, sie vielleicht sogar bis zu einer Regierungsbeteiligung geführt hätte, hat viele Leute dazu gebracht, dann doch ihre Stimme anders zu verteilen. Wir haben ein sehr taktisches Wahlverhalten auch gesehen, auch eine ganz andere Splittung zwischen Erst- und Zweitstimme. Das gehört alles mit dazu. Dass wir das jetzt mit ausbaden mussten, ist tragisch, ist aber so. Trotz alledem glaube ich auch, dass wir durch die Art und Weise, wie wir in Sachsen Wahlkampf gemacht haben und auch die Art und Weise der Politik der letzten Jahre gezeigt haben, dass es anders geht. Dass wir eine andere Art von politischer Kommunikation brauchen. Nicht nur mit einem Küchentisch, mit dem ich seit 5 Jahren unterwegs bin oder meine Arbeitseinsätze, nah bei den Leuten dran zu sein. Ich denke, dass wir auch es geschafft haben, auch wenn wir auf einem sehr niedrigen Niveau gerade sind, dass Menschen anders wieder darauf achten, selber Verantwortung zu übernehmen. Denn wir erleben häufig auch in Ostdeutschland ein Staatsverständnis, dass der Staat alles machen muss und die Frage der Eigeninitiative und der Eigenverantwortung manchmal hinten ansteht. Und ich habe gerade auch in den letzten Wochen und Monaten in Sachsen erlebt, wie immer mehr Menschen sich auch selber gefragt haben, was kann ich tun, damit dieses Land eine gute Zukunft hat? Und vielleicht ist das genau auch die Saat, die in Zukunft aufgehen kann, weil wir wollen nicht, dass dieses Land denjenigen überlassen wird, die jetzt sich groß feiern. Wo man auch nochmal deutlich sagen muss, gerade in Sachsen, die AfD ist kein Opfer, sie sind Täter. Sie stellen sich jetzt noch hin und reden von Neuwahlen und ihnen sei Unrecht geschehen. Nein. Sie haben Fehler begangen. Sie sind diejenigen, die uns sozusagen auch in eine blöde Situation gebracht haben, jetzt mit einem gedeckelten Wahlvorschlag der AfD. Aber wir sollten uns da auch klar machen, dass nicht wir diejenigen sind, die Ihnen hinterherlaufen. Die AfD ist mir völlig egal. Mir geht es um die Wählerinnen und Wähler und um die müssen wir uns kümmern. Dabei aber, und das ist die zweite wichtige Botschaft für mich, die Wählerinnen und Wähler eben nicht vergessen, für die wir gerade Wahlkampf gemacht haben. Die reine Fokussierung nur auf diese der AfD-Zugewandten hat auch eine AfD stark gemacht. Wir brauchen auch wieder mehr Selbstbewusstsein für unsere Themen, mehr Selbstbewusstsein für das, was wir können und wollen, damit wir eben auch klar machen, dass im Osten es eine Chance gibt für die Kräfte, die etwas Positives mit diesem Land vorhaben. Und an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich auch nochmal für die Unterstützung bedanken und gratuliere von ganzem Herzen Dietmar Woidke, denn er hat gezeigt, dass im Osten die SPD auch weiterhin gebraucht wird, dass sie gestalten kann. Das werde ich in Sachsen tun. Wir werden auch mit Kleinem Großes erreichen. Und ich freue mich aber, dass Dietmar Woidke gezeigt hat, dass der Kampf sich gelohnt hat. Ich ziehe den Hut davor, 10 Prozentpunkte aufgeholt zu haben. Allen Respekt. Weiter so und es darf es nicht geben. Aber schön, könnten Sie uns noch mal über den aktuellen Stand
des Kandidatenfeldes updaten, weil es gab ja, glaube ich, heute Vormittag oder heute Morgen die Sitzung des Wahlvorstands. Wir haben mit dem gestrigen Tag ist sozusagen die Nominierungsphase für Kandidatinnen und Kandidaten zu Ende gegangen. Wir haben 8 Bewerber-Dus und einen Einzelkandidaten. Das heißt, wir haben also 17 Kandidatinnen und Kandidaten, die Persönlichkeiten, die für das Rennen um die neue Parteispitze sich bewerben. Und ab 4. September geht dann die Tour durch die Landesverbände los mit 23 Veranstaltungen vor Ort. Ich will hier noch mal ausdrücklich sagen, dass einige ja sagen, das ist alles zu viel. Das sagen sicherlich auch die Leute, die sich das alles sowieso gar nicht so gut vorstellen können. Ich sage mal ganz klar, wer Parteivorsitzende dieser Partei werden will, muss das durchhalten. Das ist ein Marathon, aber das ist nur der Anfang. Und ich sage auch ganz klar, ich finde es gut, dass es so viele Veranstaltungen gibt, weil nämlich garantiert ist, dass alle wirklich auch gerade in die kleineren Landesverbände, in die ländlichen Regionen gehen. Gerade wir kennen es aus Ostdeutschland, wenn dann sonst eine Regionalkonferenz ist, dann findet die irgendwie, die MVler gehen nach Hamburg oder nach Leipzig, aber dass die Kandidaten jetzt auch direkt in die Landesverbände kommen, das ist etwas Gutes. Diese Tour wird starten am 4. September. Dort haben alle Kandidaten und Kandidatinnen die Möglichkeit, ihre Vorstellung sozusagen von der Führung der Partei inhaltlich, organisatorisch und personell vorzustellen. Und ich glaube, eins sollte dieses Verfahren prägen, Fairness miteinander. Und die Kandidatinnen und Kandidaten sind deshalb gut beraten, sich auf ihre Person, auf ihre Vorstellungen und ihre Ziele zu konzentrieren. Wir haben auch für das Verfahren Bewertung Große Koalition Verabredung, dass wir eben die Halbzeitbilanz bewerten wollen. Wie das dazu weitergeht, werden wir auch heute in den Gremien noch weiter besprechen. Was heißt das Wahlergebnis von gestern? Dieses Wahlergebnis heißt für alle demokratischen Kräfte, dass Ostthemen stärker ernst genommen werden müssen. Ich bin seit 10 Jahren in verschiedener Verantwortung und erlebe immer wieder, dass es viel Kraft und Mühe kostet, die Themen, die für Ostdeutschland wichtig sind, nach vorne zu bringen. Ich möchte 2 Beispiele nennen. Seit 1992 gibt es eine Verabredung auf Bundesebene, dass stärker im Osten angesiedelt werden soll, da wo der Bund Einfluss hat. Forschungsinstitute, Behörden, weil wir einfach strukturell sozusagen an der Stelle gegenüber dem Westen benachteiligt sind. Seit 92 ist nicht viel passiert. Dietmar Woidke und ich waren bei der Ministerpräsidentenkonferenz vor 2 Jahren in Sachsen-Anhalt, wo uns die Kanzlerin versprochen hat, das wird jetzt anders. Und ich stelle fest, das wird jetzt anders, bedeutet, dass Ihre Bundesbildungsministerin eine ganz wichtige Forschungsfabrik, die für Batteriezellenforschung in die Nähe Ihres Wahlkreises in den Westen gibt, anstatt zum Beispiel nach Thüringen in den Osten. Und das sind dann die konkreten Maßnahmen, die nicht den Interessen Ostdeutscher entsprechen, sondern da werden Versprechen gebrochen und so geht es nicht. Und deswegen ist meine Erwartung, dass die Bundesregierung jetzt stärker darauf schaut, wirklich in Ostdeutschland anzusiedeln. Gerade wenn es um Forschungsvorhaben geht, ist es wichtig, weil wir diese wichtigen forschungsbasierten Arbeitsplätze brauchen. Zweites Beispiel, die Grundrente ist die Antwort auf soziale Verwerfungen nach der Wende. Sie ist die Antwort für viele Frauen und Männer, die jetzt 30 Jahre lang in Ostdeutschland für wenig Geld hart gearbeitet haben, um unsere Bundesländer voranzubringen und jetzt nicht mit Minirenten abgespeist werden dürfen. Und deshalb erwarte ich jetzt von der Union, dass wir uns schnell einigen und Herr Söder diese wichtige soziale Frage nicht als ostdeutsches Wahlgeschenk verpönen. Das sind alles Reaktionen, wo die Menschen vor Ort sagen, ja, seht ihr, da hat man doch uns gar nicht im Blick. Und das trifft dann alle, egal wer sich wie einsetzt. Also insofern, von gestern lernen wir, dass es nicht reicht, die Wahlergebnisse der AfD zu beklagen, sondern wir müssen viel vor Ort sein und wir müssen auch in der Sache jetzt liefern. Das ist jetzt die Verantwortung der Großen Koalition in Berlin. Ja, und ich habe gerade einen sehr intensiven Wahlkampf hinter mir. Ich habe mit tausenden Menschen in den letzten 2 Monaten Kontakt gehabt. Und was die Menschen wollen, ist Sicherheit. Sicherheit im sozialen Bereich, beispielsweise Sicherheit im Alter mit einer guten Rente. Was die Menschen wollen, ist ein starker Staat, also auch Sicherheit aus dem innenpolitischen Sinne heraus. Und sie wollen Sicherheit, was die Stabilität von Regierungen betrifft. Und das Wahlergebnis vom gestrigen Tag ist ein Wahlergebnis für Stabilität bei uns in Brandenburg. Und damit haben wir geworben
Und ich glaube, es nervt uns und die Menschen im Lande, dass in der SPD immer nach wie vor über die Große Koalition gejammert wird, statt wirklich daran zu arbeiten, dieses Land voranzubringen. Eine Große Koalition ist kein Selbstzweck. Parteien tun sich zusammen in der Koalition, um für die Menschen was zu erreichen. Und die Herausforderungen sind riesengroß. Und wenn Sie sich die Wahlergebnisse von gestern angucken, dann geht es natürlich darum, gerade in den Regionen weiter voranzukommen. Die Regionen, die übrigens auch die Kommission für gleichwertige Lebensverhältnisse erst vor wenigen Monaten ins Visier genommen hat. Diese Dinge anzugehen, diese Dinge umzusetzen, für bessere Infrastruktur zu sorgen, für Breitbandversorgung zu sorgen, den Regionen Chancen geben, Strukturentwicklung in den Regionen, Kohleregionen, aber auch in den anderen Regionen voranzubringen. Das sind die Herausforderungen, das sind, was die Menschen von uns erwarten. Und diese ständige Diskussion, ja gefühlt schon seit dem ersten Tag nach dem Mitgliedervotum der SPD, die nervt nicht nur mich, sondern die nervt auch die Menschen bei uns im Lande. Unabhängig von der Frage, welche Bedeutung jetzt die Große Koalition für den Zustand oder die Zukunft der SPD hat, die Landtagswahlen haben doch gezeigt, dass man in den Ländern eigene Antworten finden musste. Die Polarisierung hat Menschen bewegt und weniger die Frage, was in Berlin passiert. Von daher würde ich jetzt auch keine Umkehrschlüsse, die immer sehr schnell gezogen werden, zu der Frage, welche Konsequenzen hat das jetzt für Berlin? Ich glaube, es geht generell darum, welche Konsequenzen hat das für die politische Kommunikation? Welche Konsequenzen hat das für politische Handeln? Gerade bei Menschen, die Veränderungserfahrungen gemacht haben in Ostdeutschland und die jetzt vielleicht auch veränderungsmüde sind. Und wie kriegt man aber genau auch dort die Sicherheit hin, die Dietmar Woidke ja auch angesprochen hat, Sicherheit, dass jemand sich darum kümmert, dass Veränderungen gut und gerecht werden, selbst in Regionen, wo man veränderungsmüde ist, wo es eine Abkehr gibt. Das sind die zentralen Konsequenzen, die sich eben nicht darauf reduzieren lassen, auf eine rein Strukturfrage, wie stehst du in unserer Großen Koalition. Und ich kann vor allem den Kandidierenden nur empfehlen, die sich jetzt für den Vorsitz bewerben, es sich nicht so einfach zu machen. Zu glauben, dass alleine die Beantwortung der Frage, wie stehst du zur Großen Koalition, die SPD rettet, die SPD auf über 30% bringt, das ist doch naiv. Ich möchte wirklich einen Wettbewerb von Kandidatinnen und Kandidaten, die mir zeigen, dass sie eine Ahnung davon haben, wie es gehen kann. Eine Ahnung davon haben, dass das auch eine lange Zeit benötigen wird und eben nicht nur eine kurzfristige Sache ist. Ich möchte eine Ahnung davon bekommen, mit welcher Leidenschaft Kandidierende jetzt antreten. Und vor allem möchte ich, dass wir alle gelernt haben aus den letzten Jahren, dass eine reine Selbstbeschäftigung die Abkehr von denen ist, für die wir eigentlich Politik machen. Und deshalb muss die große Chance darin liegen, dass wir auch jetzt in dem Wettbewerb derjenigen, die für diese SPD antreten wollen, klar machen, dass das gleich ein Prozess ist, wo wir die Menschen mitnehmen und nicht nur eine reine Selbstbeschäftigung. Frau Schwesig, vorweg, können Sie bestätigen, dass es sich bei dem Einzelbewerber um Herrn Brunner handelt, dass er durchgekommen ist? Und die andere Frage bitte an die beiden Herren. Es geht jetzt um die Regierungsbildung in beiden Ländern. Herr Woidke, es wird viel geschrieben, dass es auf Rot-Rot-Grün hinauslaufe in Ihrem Land. Sehen Sie das auch so? Haben Sie diese Präferenz oder werden Sie auch Gespräche mit der CDU führen? Genauso in Sachsen, Herr Dulich, werden Sie auch, obwohl Sie abgestürzt sind bei der Wahl, weiterhin als Koalitionspartner für die CDU zur Verfügung stehen? Die Fragen zum Kandidaten und auch weitere Verfahren werden heute noch mal in der weiteren PK beantwortet. Da würde ich gerne darauf jetzt verweisen, dass dort alle Einzelheiten berichtet werden. Ja, was die Sondierung betrifft, wir werden in dieser Woche voraussichtlich noch die Sondierung beginnen. Ich werde heute Abend mit dem Landesvorstand darüber beraten. Aber mein Ziel ist es, so schnell wie möglich zu sondieren. Wir haben ja in Brandenburg eine Besonderheit in der Landesverfassung. Innerhalb von 3 Monaten nach der Konstituierung des neuen Landtages muss eine Ministerpräsidentin oder Ministerpräsident gewählt sein. Ansonsten gibt es automatisch Neuwahlen. Deswegen dürfen wir uns da keine Zeit lassen. Also wir werden umgehend beginnen und ich werde zuerst sprechen. Das habe ich gestern noch mit dem CDU-Vorsitzenden vereinbart, mit der CDU. Die CDU ist von den Partnern, die für uns in Frage kommen, der stärkste Partner. Wir brauchen eine stabile Regierung in Brandenburg. Wir brauchen eine Regierung, die das Land voranbringt. Aber
wenn der erste Partner ist, wird nicht der einzige sein. Wir werden mit allen sondieren, die jetzt für eine Regierungsbildung in Frage kommen. Und ich hoffe, dass wir möglichst schnell in Koalitionsgespräche dann eintreten können. In Sachsen gibt es zurzeit nur eine einzig realistische Koalitionsmöglichkeit. Das ist CDU, Grüne und SPD. Wir werden in Sondierungsgespräche gehen. Auch wenn es jetzt rein rechnerisch nur die einzige realistische Option ist, ist das kein Selbstläufer, weil natürlich auch jeder schaut, dass es passt. Denn ich habe kein Interesse daran, nur eine Koalition des kleinsten gemeinsamen Nenners zu finden. Wir brauchen eine Zukunftsvorstellung für dieses Land. Und das muss man bei Sondierungen auch wirklich erarbeiten. Das ist unsere Aufgabe. Ich habe keine Angst vor Verantwortung, laufe nicht weg. Ich habe auch einen Gestaltungsanspruch, deshalb mache ich Politik. Und deshalb werde ich auch meinem Landesvorstand heute vorschlagen, in Sondierungsgespräche einzutreten. Frage an Sie, Herr Dulich. Sagen Sie bitte, welche Unterstützung erhoffen und erwarten Sie sich jetzt vom Bund, also von der Bundespartei, in Sondierungsgesprächen, in Koalitionsverhandlungen? Keine Einmischung. Also wir sind in den letzten Wochen unseren eigenen Weg gegangen, weil wir müssen auch unsere sächsische Geschichte erzählen, unsere sächsische SPD-Geschichte. Das werden wir auch weiterhin tun. Wir haben aber natürlich auch Ansprüche und Erwartungen an die Bundesebene. Und wir sind in guten Gesprächen, wenn es darum geht, konkrete Projekte durchzusetzen. Ich kämpfe nach wie vor für eine Grundrente. Und zwar eine Grundrente, die 750.000 Menschen in Ostdeutschland hilft. Und deshalb brauchen wir auch das Miteinander bei den Projekten, die durchgesetzt werden. Wir haben das Strukturentwicklungsgesetz jetzt beschlossen. Das muss umgesetzt werden. Das macht man nicht alleine. Wir haben die Erwartung bei Grundrente und bei anderen für uns wichtigen Themen. Also von daher heißt es natürlich an dieser Stelle eben die gegenseitige Unterstützung. Aber den sächsischen, unseren Weg müssen wir einfach auch selber weitergehen. Vielen Dank. Dankeschön. Und dann ist es doch noch eine kleine Pressekonferenz geworden hier. Die ansonsten übliche Stellungnahmen nach einer Landtagswahl oder nach Landtagswahlen. Die Blumen sind abgeschafft, ist mir eben aufgefallen, die es sonst immer gegeben hat bei diesen Gelegenheiten. Heute keine Blumensträuße für Martin Dulich und auch nicht für Dietmar Woidke. Und zu Martin Dulich muss man sagen, man muss ihn, glaube ich, tapfer nennen, irgendwie angesichts des Ergebnisses, das er gestern erzielt hat in Sachsen. Aber er lässt sich nicht unterkriegen. Das hat er noch mal deutlich gemacht, weil er gestalten will, weil er Politik machen will und weil er demnächst auch möglicherweise wieder in einer Koalition sein wird, eben in Sachsen. Dann hat es Hinweise gegeben auf das, was heute Mittag noch kommt, nämlich die offizielle Bekanntgabe all derer, die jetzt um den Parteivorsitz kandidieren, tatsächlich dann auch auf den Regionalkonferenzen. Wir haben schon gehört, dass es tatsächlich auch einen Einzelbewerber begeben wird. Da hieß es schon in den vergangenen Tagen, das sei wohl höchstwahrscheinlich Karl-Heinz Brunner, Bundestagsabgeordneter aus Bayern. Der nimmt dann also auch diesen Kampf mit den anderen 8 Paaren auf. Da wird er ganz schön gut zu tun haben bei diesen 23 Regionalkonferenzen. Details dazu und auch zu weiteren Aktualitäten, auch dazu, was Präsidium und Vorstand in diesen Minuten hier oben in den Gremien dann besprechen, werden wir um 14 Uhr erfahren vom Generalsekretär. Dann sind wir höchstwahrscheinlich wieder da, einstweilen zurück aus dem Atrium des Willy-Brandt-Hauses in Berlin zu Stefan Kulle in Bonn.